Ja, vielen Dank, sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Damen und Herren. Herr Eckert, Sie haben ja an einem Punkt recht, der Senat arbeitet. Die Kritik, die Frau Burkhardt-Eulitz geäußert hat und die ich übrigens teile, ist allerdings die, dass Sie sich an diesen ganzen Prozessen, die hier über 2,5 Jahre laufen, als Koalitionsfraktionen nicht beteiligt haben. Da ist die Senatsverwaltung Ihnen Tatsache in einigen voraus. Zum Beispiel wird ja gerade, was den RSD betrifft, ein Maßnahmenplan erarbeitet. Der ist sogar von den Berliner Kolleginnen auf dem Fachtag, der bundesweit stattgefunden hat, positiv erwähnt worden. Die Leute warten darauf. Und ich hoffe nun auch, dass wir diesen Maßnahmenplan bald zu sehen bekommen. Dahinter können wir nicht mehr zurückfallen. Ich möchte aber noch mal darauf eingehen, wie es dazu gekommen ist, dass der Senat jetzt handelt. Wir haben nämlich natürlich das Netzwerk Kinderschutz in der letzten Legislatur hier sozusagen eingeführt und nun muss es weiterentwickelt. Aber stattdessen erleben wir in der Stadt eine ganz dramatische Entwicklung, die sich auch zuspitzt. Stattdessen haben wir erlebt, dass die Mitarbeitenden des regionalen sozialpädagogischen Dienstes der Jugendämter dort im Zentrum des Netzwerks Kinderschutz weiße Fahnen der Kapitulation vor die Fenster hängen und vor der Senatsverwaltung demonstrieren. Freie Stellen können nicht besetzt werden. Dazu kommt ein hoher Krankenstand. Das ist auch schon beschrieben worden. Eine hohe Personalfluktuation ist da die Folge davon. Hunderte von Überlastungsanzeigen, denen nicht mehr abgeholfen werden kann. Berufsanfängerinnen bleiben nicht im Dienst. Sie suchen völlig überfordert das Weite. Die Vorsitzenden der Jugendhilfeausschüsse und die Jugendamtsdirektorin schreiben Brandbriefe und offene Briefe am laufenden Meter. Kurzum, es gibt in der Stadt massive und konzertierte Proteste. Und das war alles notwendig, damit die Senatsverwaltung gesagt hat, okay, wir kommen jetzt nicht mehr umhin, wir müssen jetzt handeln und agieren. Das ist natürlich gut. Nichtsdestotrotz war das nicht Ihre eigene Idee und Ihre schon gar nicht. Das Schlimme ist ja, dass gerade infolge der vielen Analysen der Kinderschutzfälle, der Kindertodesfälle, die wir im Land Berlin hatten, die Arbeitsverdichtung immer weiter wächst, weil mehr Aufgaben und mehr Probleme dazukommen, die berücksichtigt werden müssen. Die Arbeitsbelastung wächst immer weiter und ist für die Leute nicht mehr zu ertragen. Und die guten Berliner Kinderschutzstandards sind nicht mehr einzuhalten. Darum geht es. Es geht dabei um mehr Geld, es geht auch um mehr Stellen, aber es geht vor allem um ein vernünftiges Personalmanagement und auf eine Auf- und Neubewertung der Stellen und dieser Arbeit. Dazu hatten wir als Linksfraktion ja auch einen Antrag mit konkreten Vorschlägen, speziell für die regionalen Dienste gemacht. Der ist gestern im Hauptausschuss selbstverständlich abgelehnt worden, genau wie dieser auch sehr konstruktive Grünen-Antrag. Der ist ebenfalls reflexhaft im Bildungsausschuss gleich weggestimmt worden, ohne dass im Gegenzug ein einziger Vorschlag der Regierungskoalition oder auch nur eine halbwegs engagierte Debatte dazu stattgefunden hat. Das finden wir tatsächlich schade. Dabei sind wir alle hier in der Verantwortung, auch den Beschäftigten im Netzwerk Kinderschutz den Rücken zu stärken, anstatt das Feld irgendwelchen profilneurotischen Gerichtsmedizinern zu überlassen, die undifferenziert das ganze System anprangern und medienwirksam mal den freien Trägern der Jugendhilfe und mal den kommunalen Trägern, den Jugendämtern, unseren Jugendämtern, wo unsere Beschäftigten arbeiten, die Schuld in die Schuhe schieben, völlig undifferenziert und ohne die Rahmenbedingungen zu betrachten. Schuldzuweisungen helfen hier nicht. Es hilft nur, und das ist es, was wir hier machen müssen, das System zu verbessern und Berlin weit einheitliche Standards zu schaffen und eben zu gucken, wer noch alles ins Boot muss. Und in den Bezirken wird das schon viel ausprobiert und verbessert. Da passiert viel. Zum Beispiel hat Pankow einen Kooperationsvertrag mit seinen Kita-Trägern abgeschlossen. Diese sind bereit, in Kinderschutzfällen sofort einen Platz anzubieten, ohne eine Warteliste. Wir haben auf der heutigen Tagesordnung, das wird nicht besprochen, auch einen Antrag, in dem wir vorschlagen, dieses Vorgehen auf ganz Berlin auszuweiten oder in Lichtenberg, wo die städtische Wohnungsbaugenossenschaft HOWOG eng mit dem Jugendamt kooperiert, weil Menschen mit komplexen Problemlagen eben oft nicht von selbst um Hilfe bitten oder Angst vor Behörden haben. Da kann dann auch mal der Vermieter gerne der erste Ansprechpartner sein. Wir wissen, es gibt hier viele Probleme zu bewältigen. Das Netzwerk Kinderschutz muss ausgebaut werden. Es muss hier an den Schnittstellen gearbeitet werden. Das ist schwer messbare, schwer kontrollierbare Schnittstellenarbeit, die ressortübergreifend mit Kinderärzten, mit Hebammen, mit Kitas und Schulen geleistet werden muss. Diese Schnittstellenarbeit muss von qualifizierten Menschen geleistet und vom Jugendamt koordiniert werden. Dafür müssen sie in die Lage versetzt werden. Sorgen Sie dafür, dass diese Menschen ihre Arbeit richtig machen können und dabei auch noch gesund und motiviert bleiben. In der Arbeit mit Menschen kann man nicht rationalisieren, da dreht man sich in jedem Fall immer im Kreis.
Und um das auch noch zu sagen, trotzdem wir das alles wissen, trotzdem wir diesen ganzen Druck kennen, wird kein Bereich derart misstrauisch kontrolliert und tiefenanalysiert und wirksamkeitsgeprüft wie der Bereich Hilfen zur Erziehung. Das sind genau die, die sich um den Kinderschutz kümmern. Der Bereich Hilfen zur Erziehung ist bis auf die Knochen durchleuchtet und ausgelutscht. Meine Kollegin Carola Blum hat es vorhin genannt, hier ist die Zukunft des Mangels schon zu Hause. Das kann man für diesen Bereich tatsächlich sagen. Das Ende der Fahnenstange ist erreicht. Und wir bitten an dieser Stelle auch den alten und neuen Finanzsenat, hier die Jugendverwaltung mal diskriminierungsfrei besser zu unterstützen und diesen Bereich auch zu stärken. Die Beschäftigten im öffentlichen Dienst und bei den freien Trägern warten schon lange darauf, dass sie bessere Arbeitsbedingungen haben. Und das geht nur mit mehr Geld. Danke.